Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu Armer 3, Altes Live, die Kopfstaffel. Und jetzt Grantelbad, schau mal bitte, ob du meinen Kerl hier lösen kannst, weil, wie gesagt, bei mir ist da keiner. Oh Mann, du Idiot! Du bist das so dämlich. Ja, mach den jetzt mal ab. Mach das weg. Es geht nicht. Ja doch, es geht. Stoppe Escort. Na, steht er doch, oder? Wo? Da ist er. Da steht er doch. Okay, dankeschön. Guten Tag, Barney. Können Sie sprechen? Hey, Stifler, antworten Sie. Sonst verabrede ich mich mit Ihrer Mutter. Ziehe ich ihn auch wieder? Barney, das ist die letzte Warnung. Antworten Sie mir. Stifler, antworten Sie. Ich lasse mich nicht gerne verarschen. Herr Stifler, antworten Sie. Ich lasse mich nicht gerne verarschen. Ja, jetzt laber halt nach. Ich stink nach Kuharsch. Warum sagst du das nicht nach? Herr Stifler, Sie sollten kooperativ sein und uns warum antworten. Warum folgst du mir jetzt? Ja, wir legen die einfach zusammen. Die gehören ja zusammen. Das ist jetzt die letzte Warnung. Antworten Sie mir oder ich werde Ihr Fahrzeug impounden. Ey, kannst du den? Allerletzte Warnung. Ja, das leckt. 3, 2, 1, vorbei. Sie müssen reden, Herr Stifler und Herr Barney. Sie müssen reden. Ja, Sie verhalten schön. Sich sehr unkooperativ. Durchsuchen, Fahrzeug ist leer, Zulassung. Das gehört sogar Alter, Barney. Das Spiel leckt gerade total bei mir, ständig. Bei dir nicht? Eigentlich nicht. Jungs, wollt ihr uns verarschen oder was? Jetzt macht doch mal die Mäule auf. So, jetzt pass mal auf hier. Ich stelle jetzt einfach mal einen Strafzettel aus. So, jetzt wird gelabert hier. Los jetzt. 60.000, so, mal gucken. Gucken, ob er es bezahlen möchte. Sind die AFK oder was? Und dem jetzt auch mal irgendwie 50.000. Bezahlen! Bezahlen! Bezahlen Sie das! Also das macht so echt keinen Spaß, ne, wenn die Leute dann... Was? Ach, das ist Jackie. Hat er mit uns geredet? Nee. Mann, auf jeden Fall macht das keinen Sinn mit solchen Idioten. Ey, Stifler hat auf jeden Fall nicht bezahlt. Wir spielen kein RPG, komm, wir nehmen die jetzt mit in den Knast. Ach, ich lass... Warum in den Knast? Ja, was willst du mit denen machen? Willst du die freilassen? Belohnen auch noch dafür? Na, Karre impounden und fertig. Und dann freilassen. Ach, sie können ja doch laufen. Besser immer. Dann können sie ja auch sprechen, oder? Los, ich bin ganz Ohr. Wir können ja auch das Auto nehmen und die überfahren. Einfach auf der Straße stellen. Naja, nicht als Cop. Ah, nee, stimmt, hast recht. Wäre lustig, aber nicht als Cop. Irgendwie will ich die bestrafen für. Wo ist er hin? Ach, da. Will ich die bestrafen für ihr No-LPG? Barney, wollen Sie mich. Can you talk English? Stifler, do you speak English? Para español, señor, Barney. Ay, ay, ay. Tu habla español? What kind of language are you talking? Tu habla español? Tu es francés? S'il vous plaît, magie? Francés? Le baguette francés? Ohne Scheiß, Barney, Spaß ist jetzt vorbei. Frosch. Letzte Warnung, antworte oder die Karre ist impounded, dann darfst du weiterlaufen. Oh, Scheiße. Na Mann, jetzt hör doch mal auf. I farted. Also I gut, alles klar, dann wird die Karre jetzt beschlagnahmt. Jungs, wenn ihr euch stumm stellt, das ist echt nicht lustig. Und wenn ihr kein Mikrofon habt, dann schreibt wenigstens mal im Chat, Leute. Das ist ein Roleplay, da muss man auch sprechen können. Ja, finde ich nicht cool. Stifler verweigert, das zu bezahlen. Ich würde ihn jetzt ganz ehrlich einfach erschießen normalerweise, aber gut. Nee, Mann, kannst du doch nicht machen. Ja, das ist richtig. Die dürfen jetzt einfach weiterlaufen. Schön laufen. Ich würde jetzt zwar in den Knast bringen, aber gut. So, ich hab die zur Karre impounded. Jawohl, jetzt ist sie weg. Now get the fuck out of here. This is a roleplay, so play fucking roleplay. Sagte der Mann und wirft mit Rauchgranaten um sich. Wenn die G-Taste neben der harteste ist.
Jetzt stehen sie da hinten. Move your asses! Ich hoffe, das waren mal Warnschüsse, weil wenn nicht, waren die ziemlich scheiße daneben. Warnschüsse natürlich. Dein Auto teleportiert sich gerade hin und her bei mir. Nein. Warum hast du. Wie bist du überhaupt hergekommen, Mann? Was ist denn mit deinem Auto los? Das buggt total hin und her. Übrigens, meine Sniper ist weg, ne? Ja, ja, die bleibt nicht erhalten nach dem Tod. Na super. Wo ist meine Karre überhaupt? Ach nee, ich bin mit dem Heli gekommen, oder? Ach nee, warte mal. What the fuck? Bin ich mit dem Heli gekommen? Ist das mein Heli? Dann, ach so, ja, dann wird es deiner sein. Wir haben schon wieder eine Folge voll. Nein. 5 Minuten. Hä? Tatsächlich, Entschuldigung, ich habe mich verlesen, es ist dunkel in meinem Zimmer. Die schlendern da hinten noch rum. Ist das mein Heli hier? Ich denke mal ja. Ja, ist meiner, okay. Ja, die, siehst du, die haben uns hier richtig aus der Fassung gebracht, die komischen Leute. Ja, ich finde das halt echt, klar, es gibt dümmere Wege, sich auf so einem Server zu verhalten, aber man kann zumindest im Chat mal was schreiben, auch wenn man die Sprache nicht kann, dann kann man auf Englisch irgendwas schreiben. Die spielen ja kein Rollenspiel, das ist ja ein das RPG. Ist so, sowas ist fehl am Platz hier, dann einfach sich stumm stellen. Nee, das echt ist nicht weder cool. Lustig noch cool. Freunde, die haben ja, gut, die haben ja keine Straftaten gemacht, also ich hatte auch gar keinen Bock, die in den Knast zu bringen, ganz ehrlich. Weil wir füllen ja nicht mal Officer nutzlos. Officer nutzlos. Oh, da leckt da was oder ist das ein Glühwürmchen? Oh. Das war, glaube ich, ein Glühwürmchen, passt schon. Ja. Sollen wir mit dem Heli woanders hinfliegen? Die Nacht ist aber wieder ganz schön lang heute. Es ist wieder nur Nacht, wenn wir aufnehmen. Wir könnten mal spaßeshalber zum. Ach, da ist Diamantmine. Ach, da ist ja gar nicht mehr der Salzhändler. Der Salzhändler wurde halt früher mal ganz oft bekämpft. Mr. President hat mich eben einfach mit dem Quad überfahren. Steht da noch auf der Wanted-Liste? Ja, bestimmt. Oder ist der schon gestorben? Ach du Scheiße, wieso ist die so lang? Alter! Officer nutzlos. Der ist nicht mal Polizist, der Officer nutzlos. Krass, eigentlich darf man sich ja meiner Meinung nach so nicht nennen. Julian? Nee, eigentlich nicht, ne? Ach du Scheiße, da haben wir einen Haufen Leute, Mensch. Ey, ohne Scheiß. Sollen wir vielleicht zurück zur anderen Grenze? Ja, wäre eine Überlegung wert. Aber willst du da jetzt nur mit dem Heli hin? Kannst doch, wie weit ist das denn? Das ist doch ewig weit weg, ne? Obwohl, nee, geht eigentlich. Doch, direkt da fährt einer weg. Wo? Der war zu schnell, Mann. Den müsstest du jetzt direkt mit dem Heli verfolgen. Soll ich? Ich sehe ihn schon gar nicht mehr, Mann. Das war eine Sportlimousine. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zur anderen Grenze. Das ist 6 Kilometer. Hier ist ja nichts los. Da hinten, einer kommt noch. Ja? Namens Slaver. Geht auf der Wanted-Liste? Ich glaube nicht. Oh, der biegt ab. Komm, den zieh mal raus. Der verhält sich verdächtig. Ja, ich komm mit. Beeil dich, Mann, beeil dich. Rein mit dir. Beeil dich. Bin drin. Kannst du ihn noch sehen irgendwo? Nee, aber er ist in die Richtung gefahren. Also du bist in die richtige Richtung. An der Straße, da ist er lang gefahren. Guck mal, unser Polizeiheli verfolgt den, glaube ich. Ich sehe ihn. War ich richtig? Die Straße lang. Ja, ganz oben an der Straße ist er. Ah, okay. Ah, der stehen geblieben, oder? Der steht da. Wer ist denn das im Heli? Keine Ahnung, halt an. Xerox. Komm raus. Geh raus. Mach auf. Xerox, ist es dein Fall oder sollen wir uns mal drum kümmern? Einmal aussteigen, bitte. Schön aussteigen. Okay, alles klar. Aus Schutzmaßnahmen muss ich sie gerade mal fesseln. Hinter dir ist einer, nimmst du den? Guten Tag, einmal aussteigen bitte.
Oh. Kontrollier mal ganz falsche kurz Channel. Ihr Fahrzeug. Guten Tag, einmal aussteigen bitte. Oh, Herr Borat schon wieder. Hello. Ja. Haben wir nicht auch schon mal kontrolliert? Was machen Sie denn hier? Ja, ständig. Drei Diamanten. Okay, gut. Ich glaube Ihnen das. Sie sind mir sympathisch. Ich denke, ich kann Ihnen vertrauen. Fahren Sie mal einfach weiter. Ja. Gut, danke. Kein Problem. Ganz kurz, auf der Wanted-Liste steht Slaver. So, frag ihn mal, warum er vom Heli abgehauen ist. Warum sind Sie denn gerade so schnell von der Grenzpolizei und vom Heli abgehauen? Ich bin nicht von der Grenzpolizei abgehauen, ich war nur auf dem Weg zur Diamantenmine. Gut, es sah aber so aus. Auf der Heli, Aber wenn ein Hubschrauber mit Sirene Ihnen folgt, dann haben Sie doch mal stehen zu bleiben. Ich war mir nicht sicher, ob ich gemeint war, weil er weiter in Richtung Diamantenmine Ja, da hätte man ja mal auf Verdacht stehen bleiben können. Ja, ich bin ja auch langsamer geworden. Ja gut, letztendlich stehen Sie ja jetzt da, also ich drücke diesbezüglich nochmal ein Auge zu. Ich auch. Das nicht. Nächstes Mal, wenn Sie eine Sirene hören, bitte erstmal stehen bleiben. Okay, das merke ich mir. Viel Erfolg weiterhin. Hat er eine Waffenlizenz? Ja. Genau. Dankeschön. Die braucht er auch für seine Sachen da. Du kannst übrigens, wenn du mich nochmal so anquengelst, dann fick ich dich in den Arsch. Du kannst, wenn du im Auto sitzt, kannst du selber aufsperren. Hast du mir Schlüssel gegeben? Nein, aber im Auto kann jeder aufsperren. Seit wann das denn? Seitdem dein Pimmel nach Holland fliegt. So, okay, wo wollten wir jetzt hin? Geht tatsächlich. Wir wollten zu anderen, warte mal, das schreiben wir mal. Dem Ambition 2. Ich schreib dir mal. Aber lock ihn in eine Falle, wir nehmen ihn dann fest. Ja. Was hat er gemacht? Viel auf jeden Fall. Ich such den gerade. Ambition 2. Einmal Gefängnisflucht. Das ist, glaube ich, kein Grund, um ihn ins Gefängnis zu stecken. Aber trotzdem können wir ein bisschen, Highway Patrol oder? Ja, ne? Ja, ich fahre jetzt erstmal wieder dahin, dann können wir die Lage besprechen. Ich schreibe ihm, jetzt kommt zum Highway Patrol, zum Freikaufen. Und zwar schnell. Er kann sich ja tatsächlich bei mir freikaufen, aber für eine beträchtliche Summe. Schranke, geh auf. Was ist das denn hier? Xerox. Danke. Da kommt einer entgegen. Ja, nehmen wir hoch. Ah, der Simplay ist schon wieder. Ach so. So, dann mal raus mit dir. Sie müssen nicht anhalten. Sie dürfen weiterfahren. So, hallo, wieder mal. Guten Tag. Hi, Xerox. Dein Heli ist auch hier gespawnt. Das ist doch deiner. Ach, da hinten. Nee, hier sind zwei. Macht er jetzt? Ach, der biegt da ab. Ja, hier sind heute irgendwie nur legale Leute unterwegs. Alter, jetzt schreibt mir der Typ schon wieder. Was schreibt er denn? G. Runtle. Was vermag er denn zu sagen? Deine Mutter stinkt nach Arsch. Deine Mutter ist so fett. Probier mal gleichzeitig zu schreiben und zu sprechen. Funktioniert super. Probier mal erstmal zu antworten. Nee. Also ich habe ihm jetzt geschrieben, er soll sofort dahin kommen. Ich bin Major. Wenn ich sage, das geht, dann geht das auch. Blink, 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 blink. Wer ist denn Birdie? Was ist denn das für ein Rang? Das ist ein Cop. Was ist denn das für ein Rang? Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt? Kommt er jetzt oder nicht? Auf jeden Fall, ja. Der kommt jetzt. Wir haben ja den höchsten Polizeirang, ne? Deswegen. Oder den zweithöchsten. Nach Loki, glaube ich. Deswegen wird schon passen. Loki ist doch Präsident. Ach ja, stimmt. Dann haben wir den höchsten. Bürgermeister, Entschuldigung.
Nee, der höchste Rang ist der Polizeichef und das ist Jesus. Dieser Zus, den ich noch nie gesehen habe oder gehört. Deswegen der hat unseren lieben Neovision ersetzt, der sich aus unerfindlichen Gründen nicht mehr auf dem Server aktiv beteiligt. Der zockt nicht mehr? Irgendwie nicht, nee. Was ich schade finde, weil er war eigentlich eine sehr ernstzunehmende und gute Führungspersönlichkeit. Ja, ich habe eigentlich dafür gesorgt, dass der Polizeichef wird. Lucky gesprochen. Weil die anderen Polizeichefs nicht so wirklich zocken können. Bei diesem Zus habe ich keine Ahnung. Der heißt Jesus. Ja, Zus. Verspotte deine Kollegen nicht. Tut mir leid, aber wer sich Jesus nennt, der sollte auch Jesus geschrieben werden. Vielleicht wollte er nicht gegen Urheberrechte verstoßen. Urheberrechte? Der katholischen Kirche oder was? Ja. Okay, mit diesen weisen Worten sehen wir uns in der nächsten Folge. Genau, wir nehmen dann auf, wenn was los ist. Tschüss. Ciao.